Und herzlich willkommen zurück zu Let's Battle Minecraft in der 11. Staffel bei mir und in der 6. Staffel beim Dölet. Wir wurden gerade zurückgesetzt. Ja, also ich um ein erhebliches Stück in dem Wald ist Pflicht. Ja, Fackeln oder irgendwie sowas. Oh Mann! Tim ist jetzt erst auf dem Server. Ja, nicht schlimm. Ach, da ist der Dölet, hallo. Du bist Ich bin im Haus. Jemand hat das Feld resettet? Oder ist das gleich das? Warten Sie mal. Das bin ich, nicht wundern. Ja, steht hier nicht irgendwie Dödel-Dohne drüber. Ach so. Ich dachte, das Feld wurde verwettet, aber. Gut. Ne? Flanny war auch noch nicht drauf. Oh. Er hat's geschafft. Super. Hinten ist Licht in dem einen Baum. Pechern für den Baum, ich renne jetzt in die Wüste. Weil Leute, wir haben Yannick etwas entlocken können. Ja. Ich habe mal gesagt, gehört dieses komische Cobblestone-Ding in der Wüste euch? Einfach mal so als Joke. Und Yannick hat darauf angesprungen, dass da irgendwie ein Vernichter 3000 oder irgendwie sowas steht. 5000 war es, glaube ich. Ja, irgendwie so. Dülle, wo bist du? Ich laufe gerade auf Flachland. Bin gerade kurz vor der Wüste. Ich bin in der Wüste. Es kann aber auch sein, dass er rumgeflunkert hat. Ja, aber er hat halt drauf ange... Und da oben ist wirklich ein Ding. War. Dödet. Da oben ist wirklich etwas. Da fuck? Der Flug. WTF, Flugzeugträger vor so willen. Aber ein bisschen klein, ne? Reicht aber. Er hat gesagt, wir sollen es nicht kaputt machen. Sollen wir es kaputt machen? Ich habe gerade keinen TNT dabei. Ich auch nicht. Na komm, wir gehen uns das aber mal angucken. Yannick sagte, es wäre Kunst. Aber dass da wirklich was in der Wüste war. Cool. Verarscht man einfach mal einen und kriegt dann auch noch richtige Informationen. Kann aber sein, dass jetzt hier jemand ist. Kann sein, Dödet. Wir müssen damit rechnen. Hallo! Oh. Ey, das ist eine TNT-Kanone! Nein! Ach nee, es sah von unten so aus. Das ist ein Flugzeugträger. Und jetzt so. Rakete! Entdeckung! Warte mal, ich setze hier mal ein Schild. Ja! Yannick, Doppelpunkt. Yannick, wir hatten dich eigentlich verarscht. Nein, weißt du, was ich hinschreibe? Ich war hier. Er hat irgendwo gesagt, dass hier ein Name ist. Hängt hier dann auch irgendwie. Also, er hat dem Ding einen Namen gegeben. Hängt hier irgendwo ein Namensschild, damit man es auch weiß? Da ist ein Brunnen in der Wüste. Ja. Von hier oben hast du aber übelst einen guten Ausblick. Nicht schlecht eigentlich. Cooler Träger, gefällt mir. Ich war hier. Warte, geh mal weg. So, hab noch ein Schild hingesetzt. Du tippst überhaupt nicht laut. Ja, ich weiß, ich tipp grad ein bisschen doll. Wie geht es dir? Mir geht's gut. Hab ich da auch noch hingeschrieben. Gut, dann würde ich mal sagen, über die Wüste zur Waldbase. Jo. Komm ins mit. Hier müsste so eine richtig fette Höhle drunter sein, weißt du wieso? Wieso? Dann könnte man die Sandsteine drunter abbauen, dann fällt das alles in sich ineinander zusammen und der Cobblestone-Ding steht nur in der Luft. Ja, dann ist es wirklich Kunst. Aber eigentlich eine voll kreative Idee, so ein Teil in der Wüste zu bauen. Pass mal auf, und am Ende ist die Schlucht hier unten, in der ich war. Die war nicht auch an so einem Berg. Ich glaube, es gibt mehrere von diesen Bergen. Ja. Ja, doch, ja, das wirklich. Das ist eine Wüste. Dödet. Alter, jetzt komm! Ja. Ich soll mal was fressen. Mann, Alter. Ich muss mich rasieren. Ist jetzt im Gesicht. Ich habe auch an nichts anderes gedacht. Mir kotzt mein Zickenbart an. Meine kleinen Barthaare. Da hinten ist Kohle. Ein Vollbart am Sack.
Sowieso. Der kann auch noch reden. Also der Vollbart, nicht der Sack. Das kitzelt den ganzen Frauen dann immer beim Küssen. So, Dennis Bergbase. Ja. Hä, wieso? Hä? Lass mal zur Bergbase. Warte mal. Wie wär's, wenn wir einfach mal jetzt zur Bergbase gehen? Ja. Weil. Sagst du zwar die ganze Zeit, aber wir gehen jetzt mal zur Bergbase. Der muss ja der Träger. Es kann sein, dass Yannick diesen Träger auch nicht gebaut hat. Es kann sein, dass Schlenny diesen Träger gebaut hat. Weil, wer hat den Träger denn da oben gebaut? Man baut doch nicht einfach random Träger, wenn da oben einer ist. Hä? Wieso sollte man irgendwo einfach so ein Ding bauen, wenn da schon einer ist? Verwirrung? Also meine Wand steht noch. Ja, also war da auch keiner. Crafting Bench steht da auch noch. Hm. Achso, hier geht's runter. Button. Ich guck mich um. Achso. Geh mal weg. Verwirrung! So, weiter. Na, das ist Verwirrung, okay. Auf jeden Block muss eine Fackel. Nein, warte, Verwirrung. Von oben sieht es bestimmt aus wie ein Kreuz. Gerne. Verrückter Typ. Salutiere. Und dann reißt man die Fackeln weg und wenn man dann von der anderen Seite guckt, vom Flugzeugträger aus, sieht man... Eine weiße Fahne. Oh, sorry. Das war meine Fackel. Ey, ich hab mich mal Schaden gekriegt. Ne, ich auch nicht. Das liegt auch daran, da wir Rüstung haben. Hätte trotzdem sein können, dass man ein bisschen Schaden bekommt. Oder wir sollten hier diesen Weg hochgehen. Oh, jetzt! Ich hol gleich Nasira und mach den ab! Alter. Kannst du während der Aufnahmepause machen? Nein. Ich will ein Mann sein. Dann rasier den nichts. Nee. Ich muss das ein bisschen kitzeln. Wieso wundert mich eigentlich, dass da hinten auf dem Berg noch niemand gebaut hat? Ja, das wundert mich auch. Ich sitz falsch, ich sitz viel zu lässig. Ich sitz hier so irgendwie so halb unterm Tisch. Hören wir gleich Schrei Teil 2? Also, ich hab's ja schon immer angekündigt. Ja, es wird auch noch Teil 2 kommen. Hier ist Rainer. Wenn nicht, wenn wir jemanden abschießen. Jetzt kann aber sein, jemand im Keller. Ich geh mal gucken. Alter, hier unten ist dunkel. Das hab ich gemacht. Alles dunkel? Ja, ich hab die alle abgerissen, zur Verwirrung, falls jemand war. Also hier ist nichts. Hm, ich geh mal oben in den Stützpunkt. Mein kleiner Bunker. Du rennst einfach rein. Ich gucke so. Alter! Ich dachte, ich treffe es. Ja, auf einmal höre ich nur, während ich hier rausgehe. Flupp! Jetzt lass es, Mensch! Ich will es treffen! Halt's Maul! Ich hab's getroffen! Ach ja, unsere weiße Fahne da hinten. Hm. Gut, wohin jetzt? Halt zur Waldbase, ne? Ja, das ist bei mir nur Base. Ja, bei mir ist es Waldbase. Ich geb den Dingern halt immer einen Namen. Waldbase, Wüstenbase. Ich hab's noch nicht geändert, weil das eigentlich Hauptbase war. Mm. Wo bist du da? Ich bin gerade hier vorne. Also, am Rand. Ach da, ich bin über dir. Hi. Hi. Das überlebt man nicht. Das war knapp. Whee! Nee, ihr könnt ja mal uns in die Kommentare schreiben, welche Base fandet ihr bis jetzt am geilsten? Ja, ich bin ja immer noch für die Bergbase. Die hier oben drauf? Ja. Die fand ich auch geil. Also muss vor allem, was ich jetzt mal so sagen möchte, wir waren eigentlich bis jetzt die regelkonformsten Leute. Ja, also ihr könnt ja mal eine Top 3 aufstellen. Also 1, 2, 3. Der besten Basen bei uns. Ja, also wir hatten die Wüstenbase, wir hatten die Bergbase. Die Wüstenbase zählt nicht, die hatten wir 5 Minuten.
Die zählt aber mit, wir hatten ein Bett und ein paar Stühle drin, wollte ich gerade sagen. Ein Bett und ein paar Stühle. Eine Workbench und eine Kiste drin, also zählt es eigentlich schon mit als Base. Du kannst es aber nicht wirklich zählen lassen als Base. Ich überlege, was hatten wir noch? Ja, die Waldbase. Ja, die Wald-, die Schneebase. Ja, die wir jetzt ja auch haben. Eigentlich denn die Wüstenbase? Also ich zähle die Wüstenbase mit. Ja, die Wüstenbase, dann hat. Könnt ihr schreiben, Schneebase Part 1 oder Part 2? Also welche? Ja. Eine geiler Teil oder Teil 1 oder Teil 2? Halt die von Anfang oder halt die jetzige? Ja, ihr könnt auch Wüstenbase hoch 2 schreiben. Hoch 2 liegt auf der Taste 2 und dafür müsst ihr einfach Alt groß verwenden. Dann schreibt ihr hoch 2. Joa. Würde mich mal interessieren, was euch so gefallen hat. Ja. Oder vielleicht für die nächste Battle-Dings, was ihr da sagt, was da für euch am bequemsten war. Ich habe bloß gelesen, dass welche die Waldbase schon relativ geil fanden. Ja. Weil die... Aber da halt unser großer Fehler war kein Fluchttunnel. Ja, aber die lag schon ganz objektiv. Viele, weil im ersten Ding fällt die nicht auf. Scheiß Fliege, verpiss dich. Juhu, Sand fallen lassen. Du bist noch in der Wüste. Ja, aber ich bin jetzt schon raus. Ist ja Wüste, ich bin jetzt. Ich laufe ein bisschen draußen rum. Draußen. Ja, mache ich auch gerade. So kann ich nicht rennen. So. Sowas wie Dynamit wäre geil gewesen. Wie in dem einen Ticket Battle. Dynamit wäre geil gewesen, so wie in dem Tackle Battle. Womit ich deine Base aufgesprengt habe. Richtig, das fand ich ganz geil. Ich fand diesen Ring einfach nur genial. Ich habe mir ja die Folgen von dir danach angeguckt. Du hast gar nicht gecheckt, dass ich, wie ich fliegen konnte, weil ich keinen Jetpack anhatte. Ich dachte mir, wie muss man einen Jetpack anhaben? Ah, da war ich ja noch Tackle total unerfahren. Ich weiß zwar bis heute nicht, wie der Ring heißt, aber... Ach, ist gar nicht mal so schlimm. Falls wir dann noch ein Tackle Battle machen, hab ich dann halt den Vorteil. Dann darf ich halt nur nicht mit dir in einem Team sein, weil danach kennst du den Namen. Danach kennst du Tackett auswendig. Meinst du? Ja, meine ich nicht so. Also da oben stehen noch die Betten. Ja. Auf denen wir spawnen werden, wenn wir sterben. Naja. Wollen wir die mal abmachen? Ja, dann spawnen wir am Spawn. Obwohl, was ist näher? Da sitzt ein Hund. Wo? Ein Stück vor der Base. 50 Meter. Wo bist 25. Du? Ja, ich bin so gut wie an der Base. Bring den Hund um. Ein Salat für mich? Nee, ich könnte dir nur ein paar Möhrchen anbieten. Ich will auch Möhrchen. Ich auch. Ich glaube, jemand hat Möhrchen irgendwo gepflanzt. Hier steht ein Schild. So, hier ist keine Base mehr. Ich glaube, jemand hat Möhren gepflanzt. Wir hätten Kartoffeln, aber... Ja, wir haben die auch. Dann ist auch diese Folge hier vorbei. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.